Hey ho! Freunde, ich habe euch was mitgebracht. Ich habe wieder zwei Bücher bekommen vom Hehl Verlag. Einmal das Optimal Grillen, aber es sind viele geile Sachen drin. Und das interessiert uns momentan leider noch nicht. Ich bin gerade dabei am gucken, dass ich einen Opti-Grill bekomme. Sprich, an Geld zum Kratzen. Dass ich mir da einen kaufen kann. Gut, das legen wir auf die Seite. Und das zweite Buch, das ist mal richtig geil. Das ist das Einfach Genial Grillen vom Oliver Sievers. Und zwar Steak and Burger. Leute, ich muss euch sagen, das Buch hat mich allein vom kurzen Einblick richtig schon begeistert. Jede Menge Burger, also richtig viele, und Steaks kommen dann auch noch, Steak-Geschichten. Tja, und hinten die Gewürzmischung, was er dazu verwendet hat, und Soßen stehen hier alle auch noch separat drin und ist alles zum Nachmachen. Also, dieses Buch, ich glaube 9,90 Euro oder so ähnlich, also unter 10 Euro. Ich verlinke es unten drunter, ein geiles Geschenk. Oder auch wer es einfach will, sich einfach kaufen. Und auf den Link klicken, kommt ihr direkt drauf zu Amazon. Tja, wir machen heute was draus. Schatzi hat schon viele Zettel reingehängt. Und zwar das Schmetterlingssteak vom Schweinerücken mit Ananas-Chutney. Mhm. Gut, ganz so schön wie auf dem Bild werden wir es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber ich tue mal mein Bestes und dazu gehen wir jetzt darüber und legen einfach los. Alles hergerichtet habe ich schon. Attacke! Da haben wir schon alles. Unseren Schweinerücken. Dann den Rub. Er hat seinen Barbecue-Rub verwendet. Ich habe einen, der ähnlich ist. Ich komme da jetzt einfach nicht dazu, den komplett nachzumischen. Aber wie gesagt, der ist sehr, sehr ähnlich. Dann haben wir eine Limette, Ananas. Die Dose ist viel zu groß, aber das seht ihr dann gleich. Eine Zwiebel, eine Chili. Wir essen zwar nicht scharf, aber naja, eine halbe Chili werde ich mir genehmigen, und Salz und Pfeffer. Mehr brauchen wir dazu nicht. Dazu essen tun wir bloß ein Toastbrot, eine Scheibe. Warum? Ich will später nochmal was Feines machen. Gut. Dann schneiden wir uns jetzt von diesen Schweinerücken einmal zwei schöne Scheiben runter. Ich würde mal sagen, mindestens zwei Finger dick. Und das restliche Stück kommt im Beutel und in die Gefriere. Ja, für ein schnelles Essen zwischendurch. Schmetterlingssteak, warum? Weil sie aufgeschnitten werden und auseinandergeklappt. Und das machen wir jetzt. So. Muss man aufpassen, dass man nicht ganz durchschneidet. Ungefähr die Schnittkante dann. So breit wie das Steak selber, so stark. Und dann haben wir ein schönes großes Steak. Und das machen wir mit dem jetzt dasselbe. Tja, und dann wären die schon soweit fertig. Dann kommt auch unsere Schale hier gleich zum Einsatz. Dann werden die ordentlich eingepudert. Schale rein. Habe ich mir jetzt tatsächlich zu wenig von dem Gewürz raus? Nein, habe ich nicht. Weil auf dem Steak genügend drauf ist auf der einen Seite. So.
Dann können wir den Deckel drauf tun und die Steaks noch eine, ja, ziehen lassen. Im Buch steht auch eine halbe Stunde, ja, locker, weil ich muss ja den Grill auch noch anfeuern. Tja, dann geht's weiter mit der Zwiebel. Aber ich würde mal sagen, da reicht die halbe. Wir wollen hier ja nicht so eine extrem riesengroße Menge machen. Na. Die Stückchen sind jetzt klein genug. Ich habe eigentlich gedacht, dass das wieder ja so quadratische, rechteckige Würfel sind, dass es ein bisschen mehr ist oder größer. Dann hätte ich sie nämlich jetzt noch ein bisschen kleiner geschnitten, aber die haben die optimale Größe. So, dann tun wir uns gefühlt die halbe Dose rein. Halbieren wir uns auch schon. Ja, und dann haben wir das vorbereitet. Unsere Limette, unser Fleisch, Salz, Pfeffer und das ist alles, was wir jetzt brauchen. Und damit können wir dann rausgehen. Ihr seht, ich mache hier gerade richtig Rambazamba, habe ein paar Kohlen rein, auch ein paar Atomsticks. Ja, und keine Panik, der Grill wird nachher dann ausgemacht wieder und die Kohlen dann fürs nächste Video weiterverwendet. So, können wir gleich weitermachen. Pfännchen drauf. Öl aus dem Fass. So, die Ananas fängt zum Brodeln an, dann können wir das ganze Zeug reinhauen. Und ein wenig anschwitzen, so schreibt der Olli in seinem Büchlein. Und dann machen wir das auch so. Dann etwas Pfeffer drüber, ich habe jetzt noch den Klaus Grillpfeffer gefunden. Etwas Salz. Also wenn man öfter schon gemacht hat, dann geht man wirklich einfach bloß noch nach Gefühl. Dann den Limettensaft, maximal eine halbe und nicht einmal das komplett. Und dann wären wir hier mit dem Chutney soweit schon fertig. Warm stellen oder nachher noch mal kurz drauf. Und dann kommen schon unsere zwei Hauptdarsteller. Die schmeißen wir jetzt einfach auch hier direkt auf die Glut. Von jeder Seite, ne, eine Minute, zwei, ja, sowas. Und dann drehen wir sie um. Legen wir die da hinten noch kurz hin. Bis zu einer KT von 60 Grad, schreibt er. Lassen wir es noch ein klein bisschen drauf und dann können wir es runternehmen und essen.
So, Freunde, jetzt ist aber gut. So. Grill aus, brauchen wir später noch die Kohlen. So, sehen die nicht gut aus? Und jetzt gehen wir rein und tun Essen. Jetzt habe ich die letzte Aufnahme verlümmelt. Ich habe die Cam nicht eingeschaltet gehabt. Tja, Leute, dann kann ich es euch bloß noch mal zeigen, wie es schon angeschnitten ist. Es ist eine richtig, richtig geile, schnelle Nummer. Einfach nur ein Toastbrot, ein VW-Bulli-Toastbrot dazu. Ja, und dann probiere ich halt noch mal. Richtig, richtig, richtig lecker. Und das Chutney, ich habe es ja gerade schon probiert, eine leichte, dezente Schärfe dabei, aber sehr, sehr lecker. Gut, dass ich nicht mehr von den Chili-Dings da reingehauen habe. Aber jetzt essen und dann Fazit. Und trocken garantiert nicht. Ihr seht, wie der Saft da rauskommt. Boah, geil. Also, so im Nachhinein, auch wenn es bloß so eine halbe Chili war oder was das war, hat schon ein bisschen Zunder gehabt, aber sehr lecker. Sehr lecker zum Nachmachen, definitiv empfohlen. Das Steak, wie gesagt, ich habe einen ähnlichen Rub jetzt verwendet. Das Zeug muss auch mal weg. Und ich kann mir vorstellen, dass der, was der Olli da drin hat, zum Nachmischen mal richtig, richtig geil ist. Und die Cam steht so dermaßen was von schief. Aber da unterbreche ich jetzt das Video nicht. Jetzt steht es in der anderen Richtung schief. Ist mir jetzt auch egal. Tja, Leute. Ja, wie gesagt, Steaks vom Schweinerücken. Eine richtig schnelle Nummer. Richtig, richtig schnell. Ihr müsst allerdings richtig gut Zunder im Grill machen, dass da eine richtige Hitze da ist, dass das wirklich so schnell geht. Ja, ansonsten, naja, könnten sie trocken werden. Aber so richtig saftig, richtig lecker. Es hat gepasst, Toastbrot dazu, mehr hat es wirklich nicht gebraucht. Schatz, deine Meinung dazu? War sehr lecker. War sehr lecker, das freut mich. Und wie ich es ja schon erwähnt hatte, dieses Buch kostet keine 10 Euro. Könnt ihr bei Amazon bestellen. Der Link ist unten drunter. Ich kann es wirklich bloß empfehlen. Aus dem Hehl Verlag. Geil. Ja, da hat der Olli wieder was Schönes rausgebracht. Okay, Leute, das war's mit diesem Video. Schatz, möchtest du das andere heute Abend noch oder soll ich dir morgen den Abend damit versüßen? Oh, ich habe morgen Spätschicht. Ich mach's auch etwas später. Ist kein Problem. Wie du möchtest. Ich werde jetzt das Video bearbeiten. Ja, und dann werde ich hinten noch ein bisschen was mit der Lackierpistole machen. Ja, und danach sehen wir es, ob ich das zweite Video heute noch mache oder morgen. Aber rausgekommen wäre es ja eh nicht mehr heute. Also ist es für euch eigentlich belanglos. Okay, Freunde, das war's. Schaut euch das Buch an und Daumen nach oben nicht vergessen. Ein freundliches Kommentar würde mich freuen. Noch was, bevor ich es vergesse. Ich bin vor geraumer Zeit, ist noch gar nicht so lange her, mal gefragt worden in den Kommentaren, Ex-Gusseisen oder Emailpfanne, was da die Vor- und Nachteile sind. Und. Ja, heute hatte ich die emaillierte Pfanne von Rössle. Und ich muss sagen, ist verdammt angenehm zum Saubermachen, das emaillierte. Gefällt mir sehr, sehr gut. Tja, und da jetzt noch in verschiedenen Größen wäre auch nicht schlecht. Aber
ja, ich nehme sie gerne. Ich bin zufrieden damit. Ist eine geile Sache. Und das war es jetzt wirklich. Jetzt hätte ich mal fast die Pfanne im Kopf gehauen. Wir sehen uns. Tschaikowski.